Also die Ausgangssituation bei uns war, dass wir halt aufgrund der aktuellen Marktsituation 2022 ein recht volles Auftragsbuch hatten, ja, aber auch mit dem Weitblick gearbeitet haben, dass wir gesagt haben, okay, klar, irgendwann ist diese Hochphase auch aus und wir müssen ja unsere Sichtbarkeit vergrößern. Und das haben wir uns viele Sachen überlegt, wie können wir sowas erreichen. Der Initiator war, dass wir einen Imagefilm machen für unser Unternehmen. Aber aus diesem Imagefilm war ganz klar auch unser Anspruch draus, dass wir noch viele einzelne kleine Filmausschnitte rauskriegen, dass wir die auch auf verschiedensten Kanälen dann auch vermarkten, bewerben können, um ja so flexibel wie möglich das zu nutzen. Das waren verschiedene Entscheidungskriterien bei uns. Natürlich zum einen, dass wir uns sehr gut aufgehoben fühlten. Ja, wir haben ja auch hier bei uns intern ein Dreier-Team gehabt, die das Ganze mitbetreut hat. Das heißt, wir hatten gewisse Vorstellungen, wie sowas auszusehen hat. Wir hatten zum anderen die Referenzen von der W&W Modern Media, die uns angesprochen haben, die uns dann auch hier vor Ort nochmals schön vorgeführt wurden, was es für Möglichkeiten gibt, in welche Richtung sowas gehen kann. Wir hatten ja eigentlich erstmal keine so große Ahnung intern, wie machen wir denn sowas überhaupt, was braucht man denn überhaupt. Aber das war halt auch das Schöne, dass man so ein bisschen in die Hand genommen wurde und gesagt, okay, wir müssen mal einen groben Ablaufplan machen, was wollt ihr denn alles sehen? Ja, das haben wir festgelegt, das konnten wir sehr gut festlegen. Danach wurde ja dann hauptsächlich bei W&W Modern Media gearbeitet, das Ganze mal in ein ganz grobes Konstrukt gelegt, wo dann uns vorgestellt wurde, wo wir dann aber auch ganz wichtig, und das war hauptsächlich für mich sehr wichtig, dass wir uns das selber einbringen können und dann auch ohne große Diskussion da auch gesagt wurde, ja okay, das können wir ändern, da war die Flexibilität super. Ja, die Umsetzung ist dann mal wetterabhängig gewesen oder auch nicht, ja, das ist dann immer so eine punktuelle Entscheidung, aber an sich sind wir mit dem Ablauf sehr zufrieden gewesen, weil die Erreichbarkeit da war. Die Wünsche wurden unsererseits eingearbeitet. Es wurden aber auch Gegenvorschläge gemacht, warum vielleicht unsere Wünsche nicht umgesetzt werden sollten. Ja, aus verschiedenen Gründen, die wir nicht kennen. Und deshalb bin ich jetzt super zufrieden, wie das dann abgelaufen ist. Also ich persönlich bin sowieso überzeugt gewesen. Ja, sind alle total begeistert und man bekommt ja auch das Feedback, wow, cool, mal was ganz anderes, mal ein bisschen abgefahren, ein bisschen verrückt. Daher muss ich sagen, ist es natürlich auch ganz klar die Stärke, hätte ich jetzt mal gesagt, auch von W&W Modern Media, wirklich mal so ein bisschen was out of the box zu liefern. Was man halt, da, denke ich, heutzutage auch braucht, um sich vom Standard so ein bisschen wegzubewegen. Der Ablauf von so einem Drehtag war ja für uns auch was, wo wir noch gar nicht wussten, wie läuft denn sowas überhaupt ab. Was ich so wirklich auch schön fand, ist, es war ja sehr aufgelockert, entspannt und sehr flexibel, weil wir ja auch verschiedene Drehorte hatten und das Ganze in anderthalb Tagen mehr oder weniger, wenn man es mal zusammenstaucht, in anderthalb Tagen dann auch aufgenommen haben. Die Frage, ob wir W&W Modern Media weiterempfehlen, wird für mich ist gar keine Frage, sondern das ist eine ganz klare Empfehlung plus, ja, weil wie gesagt, alle Kriterien, auf die wahrscheinlich viele schauen, Erreichbarkeit, Umsetzbarkeit, ja, dass man zuhören kann, dass man sich selber einbringen kann, sind Grundbedingungen, denke ich, bei einigen und die kann ich alle zu 100% oder sogar mehr bestätigen und deshalb ist es ein ganz klares Empfehlungsschreiben dann auch von unserer Seite an alle anderen, die Interesse haben, mit der W&W Modern Media zusammenzuarbeiten.